Hallo, hier ist Opa Chris. Heute lese ich für euch ein nostalgisches Bilderbuch. Es heißt Teddys Abenteuer. Nostalgisch bedeutet, dass es von früher ist und dass man es bis heute schön findet. Auch wenn Teddys Abenteuer etwa 70 Jahre alt sind, sind sie bis heute lustig und schön. Die Geschichte handelt von Teddy und seinen Freunden. Teddy, die Stoffgiraffe, der blaue Plüschelefant und der Hund Fips laufen aus Langeweile fort. Die Spielzeugtiere gelangen dabei ins Wichtelland und helfen dort, einen Hausbrand zu löschen. Und los geht's mit Teddys Abenteuer, vom Weltbildverlag neu aufgelegt. Teddys Abenteuer, Bilder von Fritz Baumgarten, Verse von Lena Hahn. Der Teddy brummt: Ich bin empört, ist das nicht einfach unerhört? Da warten wir den ganzen Tag, ob Jürgen mit uns spielen mag. Doch wenn er kommt, dann zieht er bloß mit seinem neuen Wagen los. Verdrossen nickt der Elefant: Ja, das ist wirklich allerhand. Hier siehst du die empörten Tiere, unzufrieden und ratlos. Jürgen im Hintergrund spielt mit seinem Wägelchen. Dort wäre doch noch Platz für Teddy und die Tiere. Wir machen es genau wie er. Wir laufen weg, bestimmt der Bär. Ihm macht das Rennen Schwierigkeiten, drum darf er auf dem Jumbo reiten. Da eilen nun die Spielzeugtiere geschwind von dannen, alle viere auf flinken Pfoten, schnellen Hufen. Jetzt kann der Jürgen lange rufen. Da schreit Jürgen vor Schreck, als die Tiere davon galoppieren. Aufgeschreckt flattern die Vögel zur Seite, ebenso die kleine Biene. Auch Jürgens Schwester mit ihrem Puppenwagen guckt ganz verdutzt. Oft schadet allzu große Eile. Das merken sie nach einer Weile. Sie kommen an den kleinen Teich, jedoch sie sehen ihn nicht gleich. Zwar bremst der Jumbo seinen Trab noch eben dicht vorm Ufer ab, indes das Bärchen ohne Halt ins Wasser saust, das trüb und kalt. Da siehst du das Malheur. Der Elefant bremst scharf ab und der Bär fliegt kopfüber in den Teich. Hoffentlich kannst du schwimmen, Teddy. Das Wichtelmännchen macht große Augen. Oh, sowas hat er noch nie erlebt. Und Salamander, Frösche, Hasen, Igel suchen schnell das Weite. Zum Glück wohnt nebenan ein hilfsbereiter Wichtelmann. Der hat sein Fischnetz stets zur Hand. Schon kommt er damit angerannt. Und in dem Netz taucht gleich darauf der Teddy aus dem Tümpel auf. Der Schlamm bedeckt ihn grünlich, gräulich. Er schnappt nach Luft und riecht abscheulich. Da hat Teddy aber noch mal Glück gehabt. Einige kleine Zuschauer sehen sich das Spektakel an. Als Teddy sauber ist und trocken, muss er sich auf das Stühlchen hocken. Vor Schnupfen schützt sein Retter ihn mit einer bitteren Medizin. Schön den Mund aufmachen, Teddy. Jäh, wird die Ruhe da gestört, als man den Hamster rufen hört. Fern überm Wald ist Feuerschein.
Das muss in Wichtelhausen sein. Auf diese Schreckensnachricht hin hat Jumbo nur noch eins im Sinn. Da muss man helfen, und zwar bald. Sonst brennt vielleicht der ganze Wald. Ganz blindlings, ohne Überlegung, setzt er sich schleunigst in Bewegung und bleibt in dichten Rosenhecken zerkratzt von Dornen, hilflos stecken. Jumbo ist sauer über sein Missgeschick. Seine Freunde helfen ihm, sich aus der Dornenhecke zu befreien. Sowas haben die Igel auch noch nicht gesehen. Um schneller an das Ziel zu kommen, hat man die Eisenbahn genommen. Es ging auch alles wunderbar, solange die Strecke eben war. Doch Jumbos mächtiges Gewicht erträgt die kleine Brücke nicht. Der Wagen kippt mit lautem Krach und Hündchen Fips rollt in den Bach. Vorne dampft die Lok, aber hinten biegt sich die Brücke unter Jumbos Gewicht. Oh nein, schon wieder ein Malheur, scheint Teddy zu sagen. Aber die vier Freunde geben nicht auf. Der Zug bleibt stehen, drum wird jetzt der Weg im Laufschritt fortgesetzt. Als sie im Dorfe Wichtelhausen voll Eile durch die Gassen sausen, da riecht es schon nach Brand und Rauch und Feuerschein erblickt man auch. Nun legen sie das letzte Stück in rasendem Galopp zurück. Platz da, wir kommen mitten durch die zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Es schlagen aus dem kleinen Haus die hellen Flammen schon heraus. Ganz kopflos schleppt der Wichtelmann ins Freie, was er packen kann. Er will sein Hab und Gut vor dem Feuer retten. Nun zeigt es sich, was Jumbo schafft. Mit seinem Rüssel voller Kraft spritzt er das Wasser auf den Brand, bis endlich die Gefahr gebannt. Puh, das war Rettung in letzter Sekunde. Der Elefantenrüssel wirkt wie ein Feuerwehrschlauch. So kann der Brand gelöscht werden. Und die Giraffe mit dem langen Hals rettet das Kätzchen vom Dach. Der Wichtel sagt, nicht wir allein, der ganze Wald muss dankbar sein. Es konnte einen Waldbrand geben, hoch sollen unsere Helfer leben. Ganz Wichtelhausen will den Bären und seine braven Freunde ehren. Mit Blumen werden sie geschmückt, stolz stehen sie da und sind beglückt. Blumengirlanden und Lampions. Eine freudig festliche Stimmung zu Ehren der vier Helfer. Das haben sie sich redlich verdient. Der Jürgen hat vorm Schlafengehen noch einmal vor das Haus gesehen. Er konnte es immer noch nicht fassen, dass seine Tiere ihn verlassen. Nun schreit er auf in frohem Schreck, da seid ihr ja, ihr wart doch weg. Dann wundert er sich aber sehr, wo kommen nur die Blumen her? Doch das wird ihm wohl keiner sagen. Froh packt er alle in den Wagen, so werden sie zu Bett gebracht. Wir wünschen eine gute Nacht. Ruh auch du dich aus von deinen Erlebnissen und Abenteuern des Tages. Schlaf gut und träume schön. Morgen warten neue Abenteuer auf dich und neue Geschichten von Opa Chris. Abonniere doch meinen Kanal und schenke mir einen Daumen hoch.
Das Leben ist spannend und schön. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Opa Chris, gute Nacht.